Jetzt. Ja, heute ist der deutsche Aktionstag Nachhaltigkeit und wir verteilen heute von Utopia Biosamenbomben an die, alle Münchner, die Lust haben, vorbeikommen heute auf der Reichenbachbrücke. Wir erklären dann, was Samenbomben sind. Die befinden sich hier in diesem Päckchen und jeder, der möchte, darf eins mitnehmen und damit seinen Balkon oder auch einen Ort in der Stadt, an dem es erlaubt ist, zu pflanzen, zu schönern. Und nach ein paar Wochen erlebt man dann eine Überraschung und kann dann sich darauf freuen, welche Pflanzen dann daraus hervorgehen. Wie sieht sowas aus? Das kann ich dir zeigen, kein Problem. Wir haben die eingepackt, in Recyclingpapier natürlich. Und die selber hergestellt aus Tonerde und Tonpulver und Samen. Das sieht dann so aus. Da kommt dann noch Wasser dazu und dann rollt man das und lässt es trocknen ein paar Tage. Und dann sind die fest und man kann sie tatsächlich auch aufheben und bei Gelegenheit unauffällig fallen lassen. Das Ganze nennt man Guerilla-Gardening. Und das ist ein Trend, der zurzeit durch Deutschland geht und den wir aufgegriffen haben, weil wir den toll finden. Da geht es um Themen wie Biodiversität und Artenschutz, denn Insekten sterben ja aus und es ist sozusagen einfach eine Art, sich gegen Betonwüsten in Großstädten ein bisschen zur Wehr zu setzen, auf eine nette, lustige Art.